Nimmt er auf? Ja, nimmt auf. Okay. So, nach technischen Schwierigkeiten und Sorge darum, ob die Fackel unser Tarp anbrennt oder nicht. Ich sage nicht, Frau sagt schon. Machen wir jetzt Weihnachtsfeier. Also hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir haben wieder mal das beste Wetter für euch extra rausgesucht, haben schon ein Tarp aufgespannt, wollen eigentlich noch was köcheln. Das wird bestimmt spannend, vorsichtig ausgedrückt. Wir haben dahingehend ein kleines bisschen gecheatet, dass wir etwas trockenes Holz von daheim mitgebracht haben. So, und aufgrund dessen, dass ich jetzt Frau dabei habe, muss ich natürlich jetzt so ein paar gewisse Anpassungen vornehmen. Nämlich habe ich hier unseren Wald-Weihnachtsbaumschmuck in der dekorativen Schachtel. Und ich soll jetzt diese Buche, ist die Buche eigentlich im Bild? Nein, ich sehe nicht. Ja, egal, das seht ihr gleich. soll ich jetzt schmücken. Und zwar... Ist das wichtig? Ja, damit es nicht kaputt geht, die Kugeln. Und zwar habe ich hier sechs Baumkugeln. Die Baumkugeln haben, wie ich mir gerade erklärt habe, lassen hier einen Haken. Die Sache hat also einen Haken. Und hier oben, das muss an den Baum, das da unten, da kann die Kugel dran. Und zwar haben wir die Kugeln Vogel mit Mütze auf. Du bist voll unscharf. Warte. Ich bin voll unscharf. Dann mach ich das ausgerechnet von dir. Also Vogel mit Mütze. Ich lege die mal hier hin. Dann kann ich sie gleich nachher greifen und installieren. Nein. Doch. Ich bin ganz vorsichtig. Ja, okay, noch bessere Idee. Ich gebe sie dir. Ah! Okay, und da liegen sie auch schon unten. Ja, selber schuld, wenn ich... Du sollst nicht Kugeln vorstellen, du sollst Kugeln an dem Baum hängen, mein lieber Schatz. Ach, jetzt liegt aber alles am Boden. Also wie es so bei Weihnachten läuft, es läuft nicht nach Plan. Deswegen habe ich vor vielen Jahren aufgegeben, Weihnachtsbäume schmücken zu wollen, weil das jedes Mal nur zu familiärem Stress führt. Oh, ein Herz. Alle Jahre wieder. Da hast du noch mehr Aufhängerli. Wenn die stille Zeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger. So, ich, weißt du was, ich gehe jetzt da raus und schmücke den Baum und... So war der Plan. Ja, und du filmst. Und ich soll da im Ernst dann noch dieses blöde Band drumwickeln am Schluss? Ja. Das lege ich aber jetzt weg. Extra Schmuck. Okay. Hand, Mut und Grazie. Ja. Flecken, Mut und Grazie. Ja, so. Ja, wir haben keine Tanne, deswegen nehmen wir eine Buche. Weil Tanne kann ja jeder. Schatz? Ja? Muss ich nur deswegen den Baum schmücken, weil es regnet und du keine Lust hast, im Regen rumzustehen? Ja, nein. Weil du bist der Mann im Wald, also kannst du die Waldbäume schmücken. Ist gut. Übrigens, die weiße Kugel sieht man nicht. So ist schön. Ja, dafür habe ich dieses Jahr darauf verzichtet, meine olle rote Mütze aufzuhaben. Ja, siehst du, da müssen wir trotzdem was Weihnachtliches machen. Sieht man die schon wieder nicht? Ja, natürlich nicht, wenn du sie ans gleiche Ort hängst. Aber... Vorne unten hat es noch so kleine Ästchen und in der Astkabelung. Ich habe nur noch eine Kugel. Hat das Elend ein Ende. Schön. So. Wo hast denn du das Geschenkband hier geklaut? Aus meiner Geschenkbandkiste. Deren Inhalt du wo geklaut hast? Gekauft, oh. Im Laden. Oh, na gut. So. Wunderschön.
Das war ganz oben. Höher, vorne. Hier war's. Ja! Wir haben eine Weihnachtsbuche. Ja. Wow. Ich weihnachtet sehr. So, zweiter Teil. Wir haben jetzt geschmückten Baum. Jetzt müssen wir noch Bescherung machen. Bescherung. Hallo Bescherung. Übrigens. Ja, da ist er. Den Mikrofonpuschel nicht. Ja, ich habe den Mikrofonpuschel nicht mehr drauf. Dann hört man noch nur Regen. Nein, das nicht nur. Das lag daran, dass ich den Mikrofonpuschel abgemacht habe, wenn du hinter der Kamera bist und ich vor der Kamera. Dann hört man dich nicht, wenn du qualifizierte Kommentare zum Geschehen abgibst, sondern nur mich. Das ist doch gar nicht schlecht so. Wir machen ihn nachher wieder drauf. Obwohl, ja, egal jetzt. Ich wünsche dir ganz schöne Weihnachten, Schatz. Was Gesundes. Danke. Es ist noch gar nicht Weihnachten. Nur zur Info. Demzufolge machen wir jetzt auch nicht unsere Geschenkeverteilung. Wir haben uns sowieso in dem Sinne nichts Richtiges zu Weihnachten geschenkt, dass wir uns einen kombinierten... Was soll ich mit dem Apfel? Da. Essen? Nein. Lecker. Nein. Wir haben uns Adventskalender gebastelt, also jeweils einen halben. Also 12 Tage sie, 12 Tage ich. Passt das noch mit dem Regenschutz? Ja, passt. Für die Kamera. Und das heißt, wir haben halt da ein bisschen was Hochwertigeres reingepackt und deswegen lassen wir das Heiligabendgeschenk mehr oder weniger ausfallen. Abgesehen davon, dass am 24. logischerweise ja auch noch ein Tag im Adventskalender ist. Sie ist dran. Also ich bin dran, ihr was und ja, sie... Ja, du hast am 23. was Schönes. Mit etwas Glück kommt es rechtzeitig per Post. gut, jedenfalls haben wir allerdings noch eine Kleinigkeit geschenkt bekommen, also Zuschauergeschenk. Und zwar fängst du an, da wollten wir gerade noch Danke sagen im Rahmen der Weihnachtsfeier, nämlich Ultra-Kaffee. Ich dachte, ich fange an, aber du hörst einfach nicht auf zu labern. Das bin ich halt so gewöhnt. Ultra-Kaffee aus Jamaika. Sieht sehr, sehr lecker aus, auch ganz toll verpackt in dem wunderschönen... wir mussten schon aufmachen, darum ist es ja schon so ein bisschen lose. In dem wunderschönen Jutebeutelchen. Ja, ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Die ganze Bohne muss dann noch gemahlen werden. Ja, ja, das macht man dann. Und halt hier so klassisch versteckelter, silberner, unauffälliger Kaffee. Ja, von den Blue Mountains in Jamaika muss offenbar ein wunderbar lecker Kaffee sein. Ich bin gespannt, wenn es klappt heute Abend, nach dem Abendessen gibt es da noch ein Tässchen zum Probieren und ansonsten wird halt erst gemalt und dann gebrüht, aber das kriegen wir hin. Nee, also vielen Dank, bin sehr gespannt drauf, kann leider noch nicht sagen, wie er schmeckt, da noch jungfräulich die Verpackung, aber Kaffee ist immer gut. Ja, also herzlichen Dank auch von meiner Seite, wenn sie Kaffee hat, ist sie erheblich... Ich sag nichts. Was ich gekriegt habe, ist hier erheblich, also was heißt ich, also wir ja auch, aber hier ein hervorragender Rum. Du darfst auch Kaffee haben, wenn du möchtest. Nee, aber du kriegst Rum. Und also der sieht toll aus. Allein schon die Flasche sieht sehr, 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 sehr toll aus. Das ist auf jeden Fall was sehr, sehr Hochwertiges. Ich kenne mich jetzt mit Rum nicht aus. Wenn es Whisky gewesen wäre, hätte ich irgendwas dazu sagen können. Bei Rum kenne ich mich nicht. Schmeckt auch gut. Ja, schmeckt auch gut. Aber, ja, da weiß ich nicht. Kann ich wirklich nicht einordnen. Das ist natürlich jetzt für die kommenden Tage sehr, sehr nützlich, so ein Fläschelchen. Und wir sind auch ein wenig unterwegs. Und dann gerade auch zu Silvester bei anderen Leuten, beziehungsweise bei mindestens einer anderen Person, die auch einen guten Rum entsprechend zu schätzen weiß. Und da bin ich mal gespannt. Vielleicht machen wir die Rundtour mit der Flasche. was die dann dazu jeweils entsprechend meinen. Weil, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber probieren wollen wir ihn dann doch. Evelyn probiert mit. Wir haben hier jeweils ein Gläslein. Und das machen wir natürlich jetzt, die Verköstigung. Außerdem ist dann weniger kalt. Wobei kalt ist eigentlich nicht sonderlich. Da fällt das Teechen noch rundherum. Um das den Rum rum. Ach so. Der Tee um den Rum rum fehlt noch. Ach so, der Tee. Nee, auf Island hatten wir auch immer ein Fläschchen Rum und einen warmen Tee dabei. Ja, ein Tee ist auch lecker. Das war gut. Ein Tee definitiv aber auch. Ja, wir hatten da nicht den hochwertigsten aller Zeiten dabei, sondern halt einfach so ein gut, nur nach 15 Rum. Bei meinen Alkoholkonsumraten reicht die Flasche sowieso ewig, selbst wenn ich damit noch ein bisschen auf Reisen gehe. Derzeit trinkt gerade keiner im Freundeskreis mehr so exorbitant wie das
bei manchen Leuten früher mal der Fall, war bei mir nicht. Nein, nein. Moment. Aber sie guckt deine Videos ja nicht, also. Nein, tut sie nicht. Müssen wir auch keine Grüße sagen. Oh. Oh, der riecht aber sehr lecker. Wir übertreiben es jetzt mal nicht. Ich wollte gerade sagen, mach ein kleines für mich. Noch kleiner geht nicht. Ist ja nur ein zum Versuch alle. Ja. Ich mache mir gleich wieder den Korken drauf, bevor ein Unglück geschieht. Dann bitte degustieren Sie. Cool. Schöne Weihnachten. Ja, herzlichen Dank dem Schenker. Ja, schöne Weihnachten auch an die geneigten Zuschauer. Aber das sagen wir am Schluss nochmal. Ja, und jetzt fällt gleich hier die Fackel auf mich drauf. Ich könnte trotzdem schon mal schöne Weihnachten wünschen. Erstaunlich mild. Sehr lecker. Ja, doch, sehr lecker. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Schmeckt sogar pur. Ohne Tee drumherum. Der Rum. Ja, aber der ist mit dem Tee bestimmt auch mal... Das, also, ist ja fast schon ein bisschen... Naja, ich denke, man kann ihn auch im Tee. Oder das ist jetzt kein Missbrauch von Rum. Ich denke nicht. Außerdem hast du eh gemeint, ihr trinkt das auch zum Tee. Ja, aber nicht... Im Tee. Nicht so rein. Nicht mit dem Schwarzwaldwasser drumherum. Das ist schon ein bisschen Missbrauch von Rum. Nein, ich mach doch... Ach so, Rum-Cola. Nein, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das, nein, nein, nein. Nein, im Tee vielleicht. In der Cola, nein. Aus dem Alter bist du doch jetzt also echt raus. Ja, doch, aber der ist lecker. Der ist wirklich lecker. Sehr mild. Also, halt auch 40% Alkohol, klar. Es ist immer, wenn... es aber es kann trotzdem ein süßlicher oder... Ein bisschen Erfahrung hat mein Gaumen mit stärkerem Alkohol ja inzwischen dann doch, den ich aber wirklich nur in sehr geringen Mengen jeweils konsumiere. Aber da muss ich sagen, der ist schon ja, sehr weich im Abgang. Ja, egal. Er ist lecker. So, jetzt inzwischen ist die Zeit vorangeschritten. Wir haben unsere Weihnachtsfeier entsprechend genossen und nun bekommen wir langsam Hunger. Außerdem... Das gehört zur Weihnachtsfeier. Dass man Hunger kriegt? Ja, das was zu futtern. Das was zu futtern, das gehört selbstverständlich dazu. Jawohl, ganz genau. Und deswegen müssen wir jetzt so die ersten Anpassungen für die dunkle Zeit und für die Zubereitung unseres Futters treffen. Anpassung Nummer 1, ich habe hier einen Stock. Den habe ich entsprechend ein wenig geschält. Evelyn hat auch so einen. Das heißt, es gibt was mit geschältem Stock zusammenhängt. Also Stockbrot. Aber wir wollten was Neues ausprobieren und machen uns Stockbrot Deluxe. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Also haben wir beide nicht. Aber wie gesagt, bevor wir jetzt loslegen mit der Abendaktivität, also der Zubereitung von Futter, brauchen wir erst noch was zum Leuchten. Und dazu habe ich vorbereitet eine meiner bewährten Petroleumlaternen, Kerzen, was auch immer. Schatz, wie hast du denn das da tiefer rein? Nimm die Aale und Mopses rein. Nee, die nicht Aale ziehen. Und rein Mopsen, okay. Aale und rein Mopsen. Ich nehme die Aale und Mopses rein. Evelyn hat das schon vorbereitet, deswegen bin ich gerade etwas überfordert. Ah. Aber woher groß erzählen, man hätte es selber gemacht. Ja, das System ist ja auch von... Du hast mein How-to-do-this-Video geguckt. Ja, ja. Ja. So, und jedenfalls sieht der Plan jetzt vor, dass wir eben dieses Ding hier haben, damit es Licht gibt zum Filmen. Die brennen ja immer relativ lichterloh. Und sollte uns das Ding ausgehen, dann können wir ja noch Petroleum nachkippen. Haben wir noch genug da? Oh, das kann man ja nicht zugucken, wie du das tust. Ja, ich kann ja nicht ahnen, dass du ein spezielles System vorhattest. Mach du rasch. Sie macht rasch. Und dann machen wir uns eben Stockbrot mit Putensteak. Oder was haben wir gekauft? Ja. Glaube schon. Plan war, also beziehungsweise die Idee kommt daher, dass ich mal auf einem Stadtfest oder sonst wie zu Studiumszeiten einen sogenannten Barbarenspieß gegessen habe. Da hatten sie auch spiralig
Stockbrot quasi um den Stock gewickelt, aber zwischendrin immer mal wieder so ein Brocken Fleisch drin. Das alles pikant gewürzt für relativ viel Geld, aber war schon ziemlich lecker. War schon wirklich, wirklich ziemlich lecker. Und wie weit muss das rein? Auch schon ein Stück. Sonst kriegt man eine gigantische Flamme. Und das hatte ich irgendwie ihr erzählt. Das wollen wir nicht. Ja gut, wir wollen schon eine große Flamme, aber keine gigantische Flamme. Jedenfalls, das hatte ich ihr dann erzählt und dann hat sie gemeint, das können wir durchaus selber machen und hatte irgendeine Idee. Und jetzt haben wir gedacht, wir verpacken das Ganze so ein bisschen als Challenge, weil ich ihre Idee auch nicht kapiert habe. Und ich mache die Variante, die ich für richtig halte und sie macht die Variante, die sie für richtig hält. Und dann hoffen wir, dass wir beide in irgendeiner Form ein essbares Resultat hervorbekommen. Klappt's? Ja, ich bin den Faden am Trinken. Okay. Und ja, also das wäre so der Plan. Jo, und da es die ganze Zeit regnet, beziehungsweise jetzt hat es gerade mal aufgehört, aber machen wir uns jetzt auch keine großen Sorgen bezüglich dem Zustand der Location, wo wir unser Feuerchen machen wollen. Davon abgesehen, Regel Nummer 1 beim Feuer machen bekanntlich, Feuer immer beaufsichtigen, das haben wir vor. Feuer auch nicht allzu groß werden lassen, das haben wir auch nicht vor. Und dann schaffen wir es hoffentlich, uns jeweils ein bisschen Stöckbrötchen in der Richtung zuzubereiten. Ne? Das gute alte Thema Feuer. Klar muss man da sehr vorsichtig sein, aber es ist wirklich super mieses Wetter und ich glaube, unter den derzeit vorherrschenden Bedingungen darf man da. Geben Sie mir Feuer, bitte. Braucht man dann jedenfalls nicht päpstlicher als der Papst zu sein. Uhuhuhu. Feuer! Soll ich es noch runter machen? Vielleicht keine schlechte Idee. Schnupft doch ein bisschen üppig. Zu viel Feuer! Zu viel Feuer! Ja. So. Das also zu den Vorbereitungen. Die Feuerstelle haben wir auch schon hergerichtet. Moment. Das kann jetzt keinem zeigen. Das kann ich keinem zeigen. Okay, ich zeig's nicht. Ich zeig's dann, wenn es brennt. ja, okay, bis später. So, jetztle. Wir haben jetzt ein Feuerle. Und ist. Wir haben gerade ein bisschen Papier draufgelegt, deswegen brennt es jetzt gerade etwas heftiger als üblich. Oh, ja. Ne? So, folgendes. Wir haben hier jetzt uns so ein einfaches mariniertes Putensteak. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich halte es mal in Richtung Feuer. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das ein einfaches mariniertes Putensteak ist. War halt gut zum Bevorraten daheim. Und der Plan wäre jetzt, dass wir noch Brot... Oh Gott, was soll man essen? Ja, ich habe einfach mal Brotteig gemacht. Ja, ist gut. Wir haben eine Menge Brotteig und dann werden wir versuchen, in irgendeiner Form das Steak mit Hilfe eines Stocks und Brotteig in eine essbare Form zu bringen. Ja, also ich wollte das ja versuchen, in den Streifen zu schneiden, um den Stock zu wickeln, ein Brot auch noch dazu zu wickeln, damit das irgendwie dann miteinander hebt und keine Ahnung, ob das funktioniert. Schauen wir mal. So. Schatz, ja. Magst du anfangen? Ja, ich muss meins in eine Spirale schneiden. Nein, musst du nicht, kannst du. Ich möchte meins gerne in eine Spirale schneiden. Ja. Und dann mit dem Teig nebeneinander so Teig und Fleisch spiralig rund um den Stock rumwickeln. Aber weiß auch nicht, ob es funktioniert. Mhm. Aber wir haben kein Brettle dabei, das ist ein bisschen blöd. Oh, okay. Geht ein bisschen schmier. Mhm. Wo sind die Taschentücher? Habe ich da, glaube ich, irgendwo hingelegt. Ja, cool. Ja. Okay, weg. Ja, hier habe ich eins. Hier habe ich eins. Mhm. Mhm. Muss ich anfangen? Mhm. So denn? Naja, weil einer muss es ja tun. Was hast du
du da die ganze Packung durchgeschnitten? Nein, ich habe es nur aufgemacht. Da man noch einigermaßen Brettel hätte draus basteln können. Kann man ja. Wenn man die Steaks rausgenommen hat. Also, wie wir gerade erfahren, mache ich wie immer alles falsch. Ein Schicksal, das viele Geschlechtsgenossen mit mir teilen, denke ich. Och Mann! Ein armer Kerl um mich rum. Oh ja. Das darfst du nicht sagen. Das darf ich nicht? Oh ja, darfst du nicht sagen. Wieso nicht? Dann hat die geneigte Frau schon wieder einen Grund mehr zu rumnölen. Ach so. Ich lerne. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Hochzeit. Bis dahin kann ich das dann alles. Ja und nun? Ich bin meine Schlange am Machen. Ach so. Also sie macht jetzt Schlange. Ich mache auch Schlange. Du siehst dumm da. Ich mache mir jetzt auch entsprechend und wir zeigen euch dann das Resultat. So, also, wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Brauchen wir mehr Licht? Ja, brauchen wir. Hat du? Ich hab. Du hat. Irgendwo zwischen Ring und anderen Dingen. Super. Also, ich versuche jetzt mal bei mir, bei meinem Versuch, das so gut zu dokumentieren, wie wir es jetzt halt eben entsprechend hinkriegen. Evelyn hat sich schon ein entsprechendes Fleischdingens zusammengeschnibbelt. Das ist natürlich eine Sauerei. Ohne Brett. Brauchst du noch das Ding als Unterlage, oder? Ich brauche das Ding noch als Unterlage. Weil ich habe versucht, eine Spirale zu schneiden aus meinem Stückchen Fleisch und das wirklich jetzt mit dem Brotteig so in Streifen hin. Das sieht aber gar nicht mal schlecht aus, was du da machst. Und überwickel den Schluss dann einfach wieder eng mit dem Brotteig. Und hoffe, dass das dann so hält. Mhm. Willst du das zeigen? Mhm. Ja, ich glaube, man kann es erahnen. Warte, ich stelle es mal scharf. Ja, also ich denke, erahnen kann man es. Jetzt ja. Gehen wir übers Feuer damit. Und dann würde ich das kopieren wollen. Das wird natürlich jetzt spannend. Das ist aber viel das größere Fleisch. Ja. Aber auch nicht unbedingt das einfachere. Nein. Ich halbiere mir das mal. Gute Idee. Ich bin ja böse, wenn ich schon abhacke. Nein, leg los, natürlich. Nixe Etikette. Etikette außer Kraft. Ja, Weihnachten und so. Ach. Waldweihnachten. Ja. Wald überliegt. Okay, ja, ist ja vorher. Ist ja nicht der Weihnachtswald. Genau. Wenn man Dinge in den Wald tut, dann wird ohnehin ihre Essenz eine ganz andere. Aber man hat den Wald nicht flach geklopft vorher. Wieso hätten wir den Wald platt klopfen sollen? Ja, Schnitzel und so. Dass der Esprit erst rauskommt, wenn man Fleischstücke flach klopft. Ach ja, das stimmt natürlich. Das ist nämlich das, was Schnitzel so einzigartig macht unter allen Fleischgerichten. Denn wenn man es platt klopft, dann wird seine verborgene Macht aktiviert durch das Klopfen. Das erzählt er immer mal wieder. Das ist eine Weisheit, die von Generation über Generation von Tüxens weitergegeben worden ist. Und gut, ich bin zwar die erste Generation, aber die diese Weisheit weitergibt. Ich bin mir sicher, die wird demnächst große Beliebtheit erfahren. Ja. Das sieht so ein bisschen so ähnlich aus wie bei dir, gell? Ja, aber der Brotteig fehlt und es fliegt wieder runter. Ja, nur temporär. Es macht sich ein ganz kleines bisschen locker. Aber hier habe ich doch meinen Brotteig. Ich hätte mir jetzt den Brotteig rumgewickelt und dann festgemacht. Aber ich mache doch jetzt mit dem Brotteig das Fleisch fest. Ja, das ist gut. So, du machst das so ein Kreuzding euch. Ja. So kreuz und quer quasi.
Gut, ich brauche mehr Brot. Scheiße. Brauchst du eine Hand? Ja, das hebt halt noch überhaupt gar nicht. Ja, also das Gute ist ja, dass ihr das meiste nicht seht von dem, was wir hier so tun. Das war beabsichtigt. Genau das war der Plan. Ja, das Problem ist jetzt, dass durch diese Fleischmarinade das ganze Brot nicht mehr so richtig hebt. Du musst Brot an Brot machen und nicht an Fleischmarinade. Egal, ich heb das jetzt einfach mal übers Feuer. Das sieht barbarisch aus. Ja, das ist ja auch ein Barbarenspieß. Deins ja. Also ich vermute, mit genügend Zeit über dem Feuer erreicht das ohnehin einen Zustand, in dem es besser hebt. Ich würde jetzt im Grunde die Kamera wieder ausschalten. Das Problem ist bloß... Na komm, lassen wir laufen, ist egal. Du hast nicht endlos Speicherplatz. Doch, jetzt wieder. Ich kann doch das da festhalten. Wir machen einen kurzen Schnitt und mal gucken, wie es dann nachher aussieht. Okay, Mission gescheitert. Mir hat es also meine Brotkonstruktion hat, als das Brot langsam trocken wurde und das Fleisch auch einen gewissen Garungsgrad, also Ansätze davon, erreicht hat, hat es gedroht runterzufallen. Deswegen habe ich jetzt das Ganze gerettet, indem ich mir einen Spieß gemacht habe, es halt auf den Spieß gespießt habe. Du glühst, Schatz. Ich will nicht glühen. Und habe jetzt beschlossen, dass es auf dem Spieß logischerweise besser hebt. Das funktioniert auch. Im Übrigen haben wir, wie man sieht, das Feuer noch mal ein bisschen angefeuert. Und jetzt mache ich mir halt das Fleisch so und Stockbrot noch mal separat. Und ja, also bei Evelyn scheint es einigermaßen zu klappen. Ja, bei mir halt. Ich glaube, ich habe es einfach nur doof gewickelt. Ich weiß es nicht. Das müsste man dann noch mal in Ruhe irgendwann, wenn man noch was sieht, vielleicht, könnte auch hilfreich sein, noch mal versuchen. Ich glaube, mein Stereo-Wickel war besser als dein Kreuz und Quer übereinander wickeln. Ja, du hattest ja auch einen Plan. Ich nicht. Ja, ich habe den entwickelt. Ja. Du hast eine Wicklung gewickelt, entwickelt, entgewickelt, irgendwie so. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Resultat in irgendeiner Form essbar sein wird. Also generell, wie macht man Steak über Feuer, wenn man keine Pfanne, kein Rost, kein sonst was hat? Man spießt auf den Stock. Das ist doch wie beim Weihnachtsessen auch. Die Gans, die klappt auch nicht immer. Oder was man halt sonst so isst zu Weihnachten. Was isst man bei euch klassischerweise? Ja, Gans ist schon relativ typisch. Und bei euch so? Keine Ahnung. Im Schweizerland? Fondue? Ja, das macht natürlich Sinn. Am ersten Weihnachtstag gibt es die Gans. An Heiligabend gibt es oft Würstchen mit Kartoffelsalat. Ja, bei euch familiär wahrscheinlich. Nein, das ist, glaube ich, relativ deutsch. Ich weiß es gar nicht so wirklich, weil ich ja halb deutsch, halb schweizerisch, halb holländisch irgendwie gemixt aufgewachsen bin. Und dadurch... Zu Silvester gab es immer ein großes Buffet mit allem Möglichen. Tendenziell eher holländischen Spezialitäten. Nee, da gab es immer mal wieder was anderes zu Weihnachten bei uns. Aber am Silvester das Fondue Chinoise, das hat sich dann schon irgendwann ein bisschen etabliert, sag ich mal. Fondue Chinoise ist das Ding mit Fleisch in Brühe. Genau, das ist das Ding mit dünnem Fleischröllchen in Brühe in der Schweiz. Und das Fondue Bourguignon wäre dasselbe mit Fleischstückchen in Öl, aber das ist ziemlich gefährlich. Eigentlich im heißen Öl frittierst, aber auch im Fondue-Pfännchen. Das könnte was für dich sein. Gut, wir brutzeln weiter und wenn es irgendwelche Ergebnisse gibt, machen wir ein Update. Also die gute Nachricht, der erste Teil von meinem Fleisch ist tatsächlich essbar gewesen. Ich habe es gerade probiert.
Der Rest braucht, glaube ich, noch ein Momentchen. Aber es ist zumindest, es geht irgendwie. Ja, also wir müssen nicht gutes Fleisch irgendwie verkommen lassen. Das wird nicht passieren. Und mit dem Rest vom Teig haben wir gerade überlegt, können wir auch daheim noch was backen. Im Zweifelsfall. Boah, Schatz, das sieht aber richtig gut aus bei dir langsam. Ja, das tut es. Ich muss mal Licht machen, genau, um es selber anzugucken. Mhm. Oh, ich weiß ja schon. Mehr Licht. Ja. Also der, boah. Okay, also so ungefähr hätte man sich das vorstellen sollen. Sieht man es denn? Ja, ich denke schon, das müsste erkennbar sein. Halbwegs. Mhm. Ja. Das so wird, ja. Boah. Das wird. Braucht aber unten noch ein bisschen. Mhm. Inzwischen bin ich überzeugt, dass es bei mir primär daran lag, dass ich einfach die Wicklung scheiße gemacht habe. Ich sehe irgendwie so aus, als würde ich gerade was Selbsterlegtes auf dem Stock grillen. So nach der Zombie-Apokalypse oder sowas. Yeah. Mhm. Ja, du hast schon was zu beißen, ich noch nicht. Mhm. Und dafür ist deins dann richtig krass. Mhm. Jo, dann machen wir mal weiter. Soll ich dir das irgendwie mit dazu halten? Nein, nein, ich mach das schon irgendwie. Wir müssen nur versuchen zu vermeiden, dass unsere Weihnachtsfestivität nicht auf Frust bei McDonald's landet. Hey. Kannst du meinen Spieß was ab? Nein, das war ja nur ein Witz für die Kamera. So weit kommt es jetzt nicht. Wir hätten aber noch einen Gutschein. Stimmt. Die Kamera läuft aber noch. Hoppla. Die sind immer noch da. Ja, die sind immer noch da. Warum feiern die nicht selber Weihnachten? Das weiß ich auch nicht so genau. Und hocken im Wald und machen ein Stockbrot. Also, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht, das ging eine ganze Weile. Die gute Nachricht, ich habe hier Ratte am Spieß. Survival-Ratte. Originalratte. Schmeckt ein bisschen wie Pute wahrscheinlich. Mhm. Alles schmeckt nach Hühnchen. Außer Hühnchen. Mhm. Mhm. Entschuldigung. Ja. Oh, lecker. Also das ist natürlich schon ein sehr, sehr leckeres Aroma. Das auf jeden Fall. Das ist noch. Während, achso, ich dachte, während du da fertig schlemmst, könntest du nachher meinen Stockhasch übernehmen. Mhm. Mach ich. Das war noch ein ganz kleines bisschen rotes eine Stück da. Aber. Und dann kannst du meinen neidisch in die Kamera halten, während ich im Dunkel der Nacht verschwinde. Ja, verschwinde du mal im Dunkel der Nacht. Ja, nee, ich nehm doch den Futterspieß nicht mit. Ach so. Kommst du denn wieder? Ja. Ja, dann ist gut. So. Oh, hoppla. Macht nichts. Vorne hat's Stock. Mhm. Muss nicht mehr weiter brutzeln. Nein. Ich glaube nicht mehr groß. Ah ja, ich hebe es noch ein bisschen drüber. Ah, das ist gut. Also, theoretisch sollte das Resultat dessen, was Evelyn hier produziert hat, tatsächlich so gut sein, dass man fast behaupten könnte, dass es funktioniert hat. Und gescheitert ist es bei mir mal wieder an meinen mangelnden küchentechnischen Fähigkeiten. Kennt man ja. Mhm. Ich zeige das mal vor. Moment, nehmen wir mal unser Leuchtglas. Also, ihr seht, das sieht durchaus appetitlich aus, hat eine leichte Bräunung bekommen. Das Fleisch ist so leicht gelblich, das liegt an der Marinade.
Aber das sieht wirklich sehr, sehr, sehr essbar aus. Sieht auch sehr, sehr durch aus. Also, ja, man kann es auf der Kamera nicht so ganz so gut sehen, aber wirklich sehr, sehr appetitlich. Na doch, ich muss es dahin halten. Ich glaube, so sieht man es einigermaßen gut. Das sieht wirklich außerordentlich appetitlich aus. Ja, also es ist möglich. Man muss nur A, Zeit mitbringen und B, muss man das Zeug so wickeln, dass es nicht gleich vom Stock fällt. Ja? Also ich habe noch nicht ganz kapiert, was jetzt Ihre Wickeltechnik war. Das muss ich mir jetzt mal beibringen. Aber hat offenbar funktioniert. Jetzt kommt sie gleich, da kommt sie wieder zum Verköstigen. Nee, Wickeltechnik, ich habe einfach erst den Brotteig um den Stock festgepappt. Mhm. Den Brotteig extra lang gemacht und dann schön mit dem nächsten Wickel das erste Stück Fleisch richtig festgezogen mit dem Brotteig. Dann parallel runterwickeln lassen und unten auch das letzte Ende vom Fleisch wieder richtig fest unter dem Brotteig eingepappt eigentlich, dass das wieder schön hält. Mhm. Und dann war bei mir wohl der Fehler. Und alles ziemlich stramm nebeneinander gewickelt. So, wir haben ein Resultat. Voll gut. Ja, also das Fleisch ist tatsächlich auch durch bei ihr. Brot schmeckt würzig, weil es was von der Marinade abbekommen hat, so rum. Ja. Und ich bin ein ganz kleines bisschen neidisch. Aber andererseits hat sie es verdient. Und wir üben es nochmal mit dem Festwickeln. Aber es dauert halt schon wirklich lange, bis das Ganze gar ist. Also ich glaube, ich hatte auch selten so ein fertig gebackenes Stockbrot. Rauch. Also für mich ein gelungenes Weihnachtsessen. Dann ist ja gut. Du isst Fleisch. Jetzt muss ich mich doch beeilen, mit Geschenken noch besorgen. Gut, aber dann würden wir es an dieser Stelle dabei bewenden lassen. Wir hocken hier noch ein Weilchen, lassen es uns noch ein bisschen gut gehen. Und jetzt nochmal dann quasi abschließend wünschen wir schöne Weihnachten. Wir wünschen theoretisch auch einen guten Rutsch, wobei bei mir natürlich noch der Jahresrückblick aussteht. Habe ich ja letztes Jahr angefangen, eine Zusammenfassung des Waldes des entsprechenden Jahres zu machen. Würde ich dieses Jahr auch wieder machen und wieder ein Prognöschen fürs nächste Jahr abgeben. Aber ja gut, ich habe schon ein bisschen angefangen. Ne? Ich hatte ja schon mal den Waldzustandsbericht zusammengefasst und aber trotzdem, irgendeine Waldzusammenfassung fällt mir sicherlich noch ein. Ich habe auch noch ein bisschen anderes Videomaterial rumfliegen und da wird schon irgendwas zu sehen geben über die Feiertage. Ne? Also, dann rutscht gut rüber, feiert schön. Danke fürs Zugucken und Unterstützen. Vor allen Dingen Letzteres. Nette Mails und so weiter. Und wer wissen will, wann es die nächste Führung gibt. Werbung. Ja, irgendwann im Frühjahr. Ne? Also man kann sich halt nicht, solange jetzt das Laub unten ist von den Bäumen. Ja, ich guck mal, vielleicht. Aber spätestens im Frühjahr. Spätestens dann. Also so März rum. Ja, irgendwas um den Dreh. So, also. Tschüss. Danke. Gute Nacht.